Widerstand und Unterstützungszonen, die können sehr profitabel genutzt werden, wenn man versteht, wie diese genau funktionieren. Im heutigen Video, da werde ich dir zeigen, wie du die profitabelsten Trades mit Support und Resistance Zonen machen kannst. Bleib bis zum Schluss dran, denn es erwarten dich echte Secrets, die kaum jemand kennt. Los geht's! Willkommen bei Kasparei Trading, ich bin Alex. Kleine Info vorab, alles was du hier lernst, das kannst du für Aktien anwenden, für Währung, natürlich auch Kryptowährung, Rohstoffe und allen weiteren Assets, welche das nötige Volumen und Marktstruktur aufweisen. Bitte like direkt dieses Video, denn es würde diesem Kanal natürlich sehr helfen. Und bist du Trader, dann teile doch dieses Video einfach mal in deiner Facebook-Timeline. Vielen Dank. Trendlinien als Unterstützung und Widerstandslevel. Viele Trader, die achten auf Trendlinien und wenn du selber schon mal welche in den Chart eingezeichnet hast, dann wirst du feststellen, dass diese mal mehr oder mal weniger gut funktionieren. Die Aussagekraft von Trendlinien, die hängt davon ab, wie viele Marktteilnehmer diese auch beachten. Schauen wir uns diese Trendlinie an, dann erkennen wir, dass viele Marktteilnehmer diese auch beachten. Die obere Trendlinienbegrenzung, die wirkt als Widerstand und sorgte in den vergangenen Wochen für Abpraller und obere Begrenzung. Seit dem 29. März, da ist diese nach oben gebrochen und hat damit den Trend beschleunigt. Damit hat sich nun die steilere Trendlinie bestätigt. Auch die untere Trendlinie, die wurde beachtet und wurde zu einer zuverlässigen Unterstützung. Wir können sagen, dass diese Trendlinien eine sehr hohe Aussagekraft besitzen. Doch es gibt natürlich auch andere Trendlinien, welche nicht so gut halten, wie diese hier. Grundsätzlich, da kann man festhalten, dass die Relevanz bei horizontalen Linien höher ist als bei vertikalen Linien. Profi-Tipp. Du solltest nicht den Bruch der Trendlinien direkt handeln, sondern einen Retest abwarten. Oft werden Trendlinien kurz gebrochen und gehen dann doch wieder in die vorherige Richtung. Vertraue einem Bruch der Trendlinien nicht blind und warte eine Preisbestätigung ab, zum Beispiel eine Korrektur und ein höheres Hoch. Wie kannst du diese Trendlinien nun optimal für dein Trading verwenden? Für das größte Potenzial, da kannst du horizontale und vertikale Trendlinien miteinander kombinieren. Ich zeige dir, wie du das machst. Wie hier zu sehen, da gibt es eine horizontale Linie, welche zunächst ein Widerstand war und später zur Unterstützung wurde. Und als der Kurs am 24. März um 15 Uhr diese Linie erneut angelaufen hat, da traf dies auch die horizontal verlaufende Trendlinie. Beide Linien, die haben den Kurs zur selben Zeit unterstützt, was eine deutlich größere Aussagekraft hat als eine einzelne Trendlinie. Hier ein paar weitere Beispiele. Wie du siehst, haben die Kaufsignale, welche in Kombination mit mehreren Trendlinien auftauchen, eine deutlich höhere Trefferquote. Leider sind diese Signale nicht so häufig und wir müssen zum Teil länger auf Kaufgelegenheiten warten. Eine weitere Möglichkeit ist, nur eine Trendlinie zu beachten, welche dann aber durch einen Indikator zusätzlich bestätigt wird. Die gängigsten Indikatoren sind Stochastik, MACD und die gleitenden Durchschnitte. Auch wenn ich immer wieder sage, dass Indikatoren verzögert sind und die Preisbewegung zu verstehen einen Indikator eigentlich überflüssig macht, so muss man aber erkennen, dass viele Marktteilnehmer auf Indikatoren achten, weswegen diese immer noch eine große Relevanz haben. Kommt nun ein Trade-Signal eines Indikators mit einem Berührungspunkt einer Trendlinie zusammen, dann kann die zusätzliche Bestätigung für eine größere Abprallwahrscheinlichkeit sorgen. Hier wieder ein paar Beispiele. Ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen, die wundervolle Idee hinter Widerstand und Unterstützungslinien zu verstehen. Probier es am besten gleich mal selber aus. Schau auch gerne in unserem kostenlosen Mitgliederbereich vorbei, wo einige exklusive Inhalte auf dich warten. Der Link, der ist natürlich unterhalb des Videos. Hab eine tolle Zeit und bis zum nächsten Video.